Hallo und herzlich willkommen, ihr Landratten. Schön, dass ihr auch heute wieder ein wenig eurer Zeit mit mir verbringt. Und zwar gucken wir uns heute einen Replay von der Arizona an, eingeschickt von Lerschi. Vielen Dank an dich. Und er ist hier Top-Tier mit seinem 6er Schlachtschiff. Ja, schauen wir mal, was er damit so reißen kann. Wir geben einmal ein bisschen Gas. Ich finde es immer noch lustig, dass Leute da teilweise sich darüber beklagen, dass ich am Anfang spule. Wie gesagt, das sind immer 2 Minuten, die meines Erachtens vollkommen wasted werden. Aber gut, wie gesagt, das wird hier immer so sein. Also wem das gar nicht gefällt, dem kann ich jetzt schon mal sagen, dann seid ihr hier ganz schön verkehrt. Aber die Emerald, darauf hat er gerade geschossen, ist halt natürlich schon ein Stück weit weg. Man sieht ja auch, 17 Kilometer, knappe 10 Sekunden braucht er da, bis er da hinkommt. Und bei der Pensacola jetzt das Gleiche. Aber da hat er schon getroffen, leider erst 1030 Schaden, also kein dicker Damage. Aber er hat jetzt sozusagen schon mal die Richtung und die Peilung, weiß also, wie schnell, wie weit er vorhalten muss. Und dementsprechend hier der neue Versuch. Und da trifft er schon für in Summe 7800 Schaden. Das war schon ordentlich. Das tut der Pensacola auch schon etwas mehr weh. Johnny, was machen da die Treffer? Aber er hat direkt ein gutes Aim, also der weiß schon in etwa, wo, wie er vorhalten muss. Finde ich sehr, sehr gut. Und da gleich fliegt, oh, 2 Zitadellen sogar. Und da hat die Bojani keine 30.800 Points mehr, sondern nur noch 9.170. Aber hat man gesehen, der Junge weiß, wie er vorhalten muss. Hat er nicht großartig sich hintasten müssen, sondern direkt mit der ersten Salve schon mal gut das Ganze abgesteckt und dann hat er es einfach sozusagen gefinished. Feine Geschichte. Und auch hier nochmal ein Treffer. Allerdings hat der jetzt nicht zur Versenkung geführt, das hat dann die Miyoko gemacht. Aber ohne seine Vorarbeit hätte das wohl so nicht geklappt. So, jetzt hat er wieder hier schön vorgehalten. Er nimmt auch diesmal komplett die ganze Salve, macht keinen Sicherheitsschuss mehr, sondern denkt sich, okay, jetzt oder nie. Mal schauen, ob der denn klappt. Aber man sieht einen Treffer, aber in dem Fall leider kein dicker Schaden. Also das war's dann auch schon wieder. Da muss schon noch mehr kommen. So, da die nächsten Schüsse raus. Mal schauen, was er mit denen anstellen kann. Ja, König trifft da zwar, aber eben nicht für Schaden. Also da prallen sie leider alle weiterhin ab. Ja, ob er da jetzt den Hit landen wird, sehr fraglich. Man hat schon gesehen, sehr viele Schüsse da in die Insel geflogen. Dementsprechend auch hier leider kein Treffer. Schade drum. So, jetzt heilt er sich mal wieder, dass er hier wieder ein bisschen mehr Hitpoints bekommt, auch wenn er noch nicht so viel Schaden genommen hat, aber ein bisschen war es dann doch und da hat er ja wirklich jetzt einen guten Moment erwischt. Muss nur aufpassen, dass er jetzt hier aus der Wolke
nicht zum Brennen anfängt. Das wäre natürlich sehr, sehr ärgerlich. Kann immer passieren, will man aber nicht. Da der Treffer, hat man gut gesehen, die zwei haben schon ordentlich Schaden gemacht. Das waren wieder 6.500 in etwa. Also, der hat ordentlich gesessen. Sieht man bei Warships immer sehr gut, wenn man oben den Damage-Counter ein bisschen im Auge behält. Und da kann man dann schon mal sehen, auch wenn man den Gegner nicht mehr offen hat, für wie viel man da so trifft. Das finde ich sehr, sehr angenehm. So, was ist mit dieser Salve? Ja, trifft zwar, aber keinen Schaden. Also die König, die hält sich da ganz wacker. Jetzt muss er aufpassen von rechts. Emerald, die Fahrt aber sieht man auf der Minimap, ist schon unten sehr gut seitlich auf die Distanz. Das könnte direkt ein dicker Treffer werden. Nachgeladen hat er zwei der Rohre. Die dreht jetzt auch rein, die sieht natürlich auch sofort hoppala. Und 7.500 Schaden, aber eben noch keine Zitadelle. Die dreht aber überdreht. Und damit wird er jetzt auf die Seite kommen und kann gut vorhalten. Und trifft und zerstört sie auch. Zwei Zitadellen, 19.000 Schaden. So soll es sein. Und mit dieser Aktion, dass die Emerald reingedreht hat, hat sie sozusagen ihr eigenes Schicksal besiegelt. Da kommen jetzt Torpedos, da muss er natürlich aufpassen, weil die machen auch ein bisschen Schaden und ein bisschen ist untertrieben. Knapp 20.000 ist da weg. Er muss sofort natürlich den Wasserschaden reparieren. Heilen macht jetzt nicht so viel Sinn. Deswegen geht er jetzt erstmal weiter auf die König. Trifft auch ganz ordentlich keine Zitadelle leider in dem Augenblick. Also von dem her, da muss er jetzt noch ein bisschen weiter arbeiten dran. So, und jetzt mit der Salve sollte das Ganze beendet werden. Ja, da hat er die König rausgenommen, sein zweiter Kill. Aber hinter ihm ist noch einiges los. Und man sieht ja, sein Team hat deutlich weniger Schiff. Also das war jetzt sozusagen gerade ein bisschen der Anschlusstreffer. Aber der Gegner hat immer noch zwei Schiffe mehr. Das ist natürlich schon noch ein Pfund. So, jetzt alles keine so schönen Ziele, aber in Anbetracht der Hitpoints wollte er jetzt erstmal wahrscheinlich die Nürnberg nehmen, beziehungsweise nicht der Hitpoint, sondern der Panzerung von dem Winkel hier, weil da ist die New York einfach noch ein bisschen unschöner, aber er denkt sich, okay, 10 Kilometer treffe ich ein bisschen besser, probiere ich es also doch mit der New York. Wenn aber beide so fahren, beide auf gleichem Kurs wären und gleiche Distanz hätten, dann würde ich da ganz klar die Nürnberg nehmen. Aufgrund jetzt gerade auch, dass die Nürnberg abgedreht ist, muss er die New York beschießen, sonst hat er gar kein Ziel mehr überhaupt. Oh, jetzt die Nürnberg. Jetzt fährt sie natürlich schön seitlich. Das ist natürlich jetzt ganz ein anderes Kaliber. So, die Motorleistung war jetzt gerade etwas weg aufgrund des Kartenrandes. Jetzt ist er wieder raus, das heißt, jetzt kann er wieder voll Gas geben. Und, oh, da ist schon die Nürnberg durch die Kongo zerstört worden.
Die Bocconi da hinten, ganz weit weg, natürlich 10 Sekunden oder über 10 Sekunden Flugdauer der Granaten. Aber man sieht einfach, man nimmt lieber dieses Ziel, was so Breitseite fährt und weiter weg ist, als das Ziel, was zwar näher dran ist, aber von der Panzerung einfach einen etwas dann da mehr Kopfzerbrechen bereitet. Jetzt wird aber das gleich leichter für ihn hier gegen die New York, weil jetzt zeigt er hier sehr schön die Breitseite. Das heißt, das nächste könnte ein dickerer Treffer werden. Er hat hier gut mit der Panzerung gearbeitet und dementsprechend nicht so wirklich stark was getroffen. So, und jetzt hat er getroffen, aber keine Zitadelle, hat man aber gesehen. Trotzdem hat es der New York schon einiges gekostet, nur noch 16.000 Hitpoints. Also jetzt liegt er deutlich hinter ihm. So, und jetzt hoffentlich die nächste Salve nimmt ihn raus. 3000 Hitpoints ist nicht mehr wirklich viel und da macht er es auch klar. Macht seinen dritten Kill und jetzt hat er noch 4 Gegner. Was aber schön ist, er hat noch einen Zerstörer bei sich. Der Zerstörer, der kann ihm natürlich hier ein bisschen was spotten. Der Gegner hat noch 3 Kreuzer und ein Schlachtschiff. Also da muss ich sagen, mit einem Schlachtschiff habe ich lieber so einen Lineup als lauter Zerstörer gegen mich. Also das ist schon angenehmer. Und jetzt geben wir mal ein bisschen Gas, weil jetzt... Oh, oh, oh! Da ist ja schon die Bocconi. Die habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass die da gleich auftaucht. Deswegen natürlich wieder in Echtzeit gehen wir über. Klar, weil den Fight wollen wir sehen und... Naja, eigentlich gab es nicht viel zu sehen. Kurzer Prozess, 4. Kill und mit der Zitadelle hat er sie weggemacht. Nur noch 2:3. Und jetzt sieht man, die anderen sind alle da drüben. Bei den Punkten oben, sein Zerstörer macht hier aber alle Arbeit, hat hier sich den dritten Cap gerade geholt. Das ist sehr gut, was er da macht. Damit lenkt er die Aufmerksamkeit auf sich. Der Gegner muss natürlich darüber Richtung Fujin. Fujin haut hoffentlich ab und dementsprechend passt das. Oh, oh, oh. Und jetzt hier, das haben wir sehr schön gesehen, die wurde eingenommen, aber er passt hier auf. Dementsprechend stellt er sich der Pensacola, brennt jetzt aber. Da muss er irgendwann mal gegenarbeiten. Jetzt will er aber erstmal wahrscheinlich hier sich um das Schiff kümmern. Nimmt jetzt die letzte Heilung, die er haben kann, um den Brand hier zu bekämpfen sozusagen. Und jetzt haben wir eine sehr schöne Distanz. Die Pensacola bleibt auch vom Winkel her sehr angenehm für ihn. Das heißt, mit der nächsten Salve könnte er den schon wegmachen. Aber nee... Da hat sie jetzt die Pensacola im letzten Moment sozusagen nochmal reingedreht. Dementsprechend ist es nicht mehr so leicht, den Schaden anzubringen. Aber hier eine schöne 5000er Kelle. Jetzt dreht die Pensacola wieder stark rein. Und mit der Salve, ich wollte gerade sagen, macht er ihn weg. Aber nein, doch nicht. Das gibt's ja nicht, dass er dem noch die 2,5 da stehen lässt. Unglaublich ärgerlich, gerade weil das auch hier die Krake darstellen würde. Also da muss er jetzt natürlich, ich wollte sagen, Hand anlegen. Ist vielleicht aber ein bisschen ein falsches Wort. Aber den muss er jetzt rausbekommen. 744 noch. Die Sekundären machen hier ganze Arbeit. Ich würde es fast die Sekundären machen lassen. Genauso ist es. Holt sich damit A, den Nahkampfexperten und die Krake. Und natürlich der Vorteil, er hat noch alles an Bord im Magazin sozusagen. Heilen kann er sich nicht mehr. Da ist drüben ist die New Mexico. Die Fujin muss sich hier erwehren. Schickt die Torpedos da in die richtige Richtung. Und will damit Grüße da lassen. Was hat der Gegner noch? Eine Emerald. Das dürfte wiederum kein Problem werden. Also die New Mexico stellt hier den größten Gegner da, meines Erachtens. Fujin behakt den weiterhin mit Torpedos und jetzt kommt er hier auch gleich in Schussreichweite. Sobald die Insel weg ist, jetzt der Fall, kann er drauf schießen. 2000 Hitpoints ist gar nichts mehr, das wird mit der Salve auf jeden Fall klar gemacht. Und da macht er den Kill.